Moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis. Borneo ist endlich vereint, Brunei haben wir annektiert und jetzt ist Johore dran. Die sind unser nächstes Ziel. Kann ich den schon integrieren? Ja. Wir haben keine Überdehnung mehr, also holen wir sie uns komplett. Sehr schön, oder fast komplett. Ein paar Provinzen haben sie noch. Fangen wir mal hier mit an. So hoch wie möglich. Und dann machen wir gleich weiter. Der Krieg gegen Sunda ist ja auch schon so gut wie gewonnen. Das macht wenig Sinn, wenn wir jetzt noch hier vor Ort bleiben. Ich werde aber mal meine Flotte noch ausbauen und reparieren. Und der nächste Schritt soll dann sein, dass wir tatsächlich mal wieder nach Ostafrika gehen. Das hatte ich ja schon länger vor. Denn hier in unserer Umgebung können wir gerade nicht allzu viel erobern. Wir können hier nicht wirklich viel Sinnvolles tun. Dementsprechend würde ich sehr, sehr gerne gucken, dass wir uns hier Swahili holen. Und zwar als Vasallen, denn Swahili hat noch so ein paar interessante Provinzen hier, die wir dann wiederum weitererobern können. Könnten Malindi an Swahili verfüttern und so weiter. Dann könnten wir auch Mahafali erobern und so weiter und so fort. Wir haben einiges vor. Erstmal bringe ich in aller Ruhe die aktuellen Kriege zu Ende und dann werden wir uns darum kümmern demnächst. Flotten werden noch ausgebaut und so weiter. Tja. Genau, das ist weggefallen. Wir könnten dann jetzt einen weiteren Diplomaten hier hinschicken, um wir wieder zu spionieren. Und der hier kommt in der Zwischenzeit heim. Denn ich will ja auch gleich noch meine Vasallen integrieren. Der Plan steht ja auch noch auf der To-Do-Liste. Dann haben wir endlich mal die Karte wieder aufgeräumt. Und dann sollten wir uns wirklich langsam Bündnispartner suchen. Mächtige Bündnispartner. Spanien hat einen Regentschaftsrat. Müssen wir mal gucken. Wer hätte denn Interesse an einem Bündnis aktuell? Niemand, weil wir gerade im Krieg sind natürlich. Bengalen eventuell. Die sind alle nicht so interessant. Äthiopien wäre davon noch am ehesten interessant. Könnten wir uns wirklich überlegen. Die hier, die bei knapp über 1000 sind, wären zumindest noch machbar. Russland könnten wir versuchen. Bei Russland sind die Chancen sogar ziemlich gut. Lass mich mal schauen. Und Russland hat auch eine Menge Truppen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich will Russland als Bündnispartner haben. Sieht für mich nach einem durchaus sinnvollen Ziel aus. Halten wir es mal im Auge. Ja, es werden weitere Provinzen bekehrt. Geht natürlich direkt weiter. Einer unserer Generäle ist verstorben. Möge er in Frieden ruhen. Und unsere Flotten sind auch wieder fit. Das gefällt mir. Also, du bleibst hier. Ich werde auf jeden Fall neue große Schiffe brauchen, weil wir da dumme Verluste erlitten haben. Ah, wir können hier wieder die neue Weltcharta holen. Sehr schön. Sobald wir unsere ganzen Kernprovinzen haben, werde ich dann auch unsere Handels. Werden wir dann den Frieden mit Sunda schließen und unsere Handelsflotten wieder losschicken. Sollte sich auch positiv auf unsere Finanzen auswirken. Was wir auch machen könnten, wäre tatsächlich einfach jetzt ganz stumpf ein paar Schiffe zu versenken. Und dann unsere Handelsflotte wieder loszuschicken. Denn wenn wir den Hafen hier blockieren, können sie eigentlich nicht viel gegen uns machen. Und dann ist eigentlich alles gut soweit. Handelsschützen in den Molukken bitte. Ihr werdet Handelsschützen. Ja, wo? Das ist die gute Frage. Sansibar sieht interessant aus. Ja, nehmen wir Sansibar. Und ich gebe denen jetzt auch einfach mal konsequent die Mission, im Krieg heimzufahren, auch wenn das jetzt nicht unbedingt nötig ist in der aktuellen Situation. Aber einfach, damit ich es nicht vergesse. Und es später nicht wieder vergesse zu aktivieren, mache ich es lieber jetzt. Und wir können unsere Militärtech nochmal verbessern. Ja, wunderbar. Wir kriegen den asiatischen Musketier und die nächste Stufe der Festung. Jetzt sind wir wirklich in einer stabilen Situation. Jetzt haben wir aufgeholt. Wir können es mit den meisten anderen Nationen aufnehmen, denke ich. Wir können auch unsere Festung demnächst nochmal ausbauen. Wobei das natürlich wieder viel Geld kostet und damit warten wir zumindest mal noch ein bisschen, aber das behalten wir im Hinterkopf. Und der Staat braucht das Geld. Immer. Bei solchen Events immer. Ich nehme fast nie die andere Möglichkeit.
Okay, es gab Rebellen. Interessant. 63% Überdehnung haben wir gerade. Er hat uns mal bereit, um hier gegebenenfalls eine Armee anzugreifen. Und unser Chef-Spion ist verstorben. Gut, hier reicht uns tatsächlich mittlerweile ein schwächerer Berater. Haben wir auch wieder deutlich mehr Geld. Wir haben zusätzliche diplomatische Reputation, wenn wir dann unsere Leute integrieren wollen. Dementsprechend sollte das eigentlich klappen. Wir überlegen, die koloniale Expansion langsam aufzugeben. Na, noch können wir sie gut gebrauchen eigentlich. Noch wäre das keine gute Idee, glaube ich. Siak ist bekehrt, sehr schön. Ich kümmere mich jetzt einfach mal um die Truppen hier. Die kann ich mir dann gleich noch schnappen. Oh, das sind eine Menge Bauern, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen tatsächlich. Ja, wobei, sollten wir. Sollten wir eigentlich relativ locker schaffen, machen wir mal. Ja gut. Das war jetzt wirklich kein Problem. Sehr schön. Ah, wir haben unsere ersten Kernprovinzen. 33% Überdehnung haben wir noch. Dann werde ich gleich mal schauen, was wir für einen Frieden mit Sunda schließen können. Also, ob wir den jetzt schon schließen können oder nicht. Ah, 70% Überdehnung, da sollten wir doch noch warten, bis wir eine weitere Provinz haben. Februar 46, dann kriegen wir wieder Frieden, das gefällt mir. Unsere Finanzen sehen so schön aus gerade. Ah, das gefällt mir. Man greift Wichita an. Ein Sunder, ihr kriegt noch keinen Frieden. Noch nicht ganz, bald. In etwa 3 Monaten, voraussichtlich. Und so. Die Beziehungen mit Russland sind auch auf dem Maximum. Wir haben Rebellen. Um die Rebellen werde ich mich sofort kümmern. Aber wir werden jetzt erstmal Frieden schließen. So, 20% Überdehnung. Das sind 70% kein Problem. Holen wir uns und werden wir größtenteils auch direkt zur Kernprovinz machen. So, so, so. Die Händler beschweren sich. Höher gestellte Händler beschweren sich darüber, dass ihre Interessen geschädigt werden, weil die Regierung darauf beharrt, den Adel zu favorisieren. Das stimmt doch gar nicht. Aber gerne, vielleicht kann ich helfen. Plutokratie erhöht, gefällt mir. Kavallerie bauen wir gerade sowieso nicht. Und mehr Loyalität ist immer gut. Wenn wir nochmal durch ein Event Loyalität kriegen, dann hole ich mir die Schiffe von denen direkt. So. Wie dem auch sei, wir haben endlich wieder Frieden. Das sind gute Nachrichten. Und das heißt auch, dass wir jetzt gleich Bündnisse schließen können. Kaufleute verlangen Hilfe. Schickt ihnen, was sie brauchen, meinetwegen. Schade, dass das jetzt keine Loyalität gebracht hat. Das wäre sehr passend gewesen. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Bündniskarte. Yes, wir können uns mit Russland verbünden. Haha, wir haben unseren ersten Großmachtverbündeten. Das gefällt mir. Frage ist, wen könnten wir uns noch holen? Denn ich hätte schon gerne weitere Verbündete. Wir könnten uns Schottland holen, die ja durchaus mächtig sind. Okay, ich dachte gerade Schottland und Thurman hätten beide alles, aber haben sie nicht. Sind mit Frankreich verbündet. Wären also durchaus interessante Verbündete, weil die sind kein Ziel für niemanden aktuell. Die sind mit Frankreich verbündet. Mit Frankreich habe ich kein Problem. Aktuell. Es kann sein, dass ich mal mit Frankreich in Konflikt gerate, weil wir einen gemeinsamen Rivalen haben. Oder weil wir jeweils Rivalen von Verbündeten sind. So rum. So, da muss ich mal gucken. Wir brauchen irgendwas, was eine Flotte hat.
Das könnte sogar klappen. Wenn wir hier das feindlich loswerden, könnte ich mich mit Portugal verbünden unter Umständen. Ist das überhaupt interessant? Ja, Portugal ist tatsächlich eine Großmacht. Frage, die sich mir nur stellt, ist, wie sieht es mit dem Freiheitsstreben bei euren Untertanenstaaten aus? Okay, die sind noch loyal. Portugal könnte interessant sein. Weil sie auch hier relativ schwach sind, leider. Denn wir haben jetzt Russland auf unserer Seite. Ming können wir vergessen. Die Osmanen, die sind Rivalen von Russland. Die können wir dann ebenfalls vergessen. Die werden kein Interesse an einem Bündnis mit uns haben. Leider. Spanien rivalisiert uns. Böhmen ist, glaube ich, zu abgelegen. Bachmanis rivalisiert uns ebenfalls, wenn ich mich nicht irre. Böhmen hat ja auch nicht mal eine Flotte. Also sie könnten wirklich nur auf dem Landweg helfen. Und Entfernung der Grenzen ist da nicht unbedingt hilfreich. Aber ich habe gesehen, Jaunpur wäre tatsächlich eine Option. Könnten wir nutzen, um gegen die Bachmanis vorzugehen. Wisst ihr was? Machen wir das doch mal. Wir sind in einer durchaus stabilen Lage, haben keine allzu mächtigen Feinde außer den Bachmanis. Und den... Sie haben noch nicht mal rivalisiert, sehe ich gerade. Kämpfen eher gegen Delhi, die Bengalen und Khorasan. Na, gucken wir mal. Schadet auf jeden Fall nicht als Bündnis für uns momentan. Dann würde ich sagen, ich werfe mal einen Blick auf die Unruhenkarte. Ja, wir werden hier mit Sicherheit noch ein paar Revolten haben. Wir unterstützen immer noch die argentinische Unabhängigkeit. Die Frage ist, ob ich das wirklich durchziehen will. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir uns um Swahili kümmern und uns das holen. Und nein, an Staatsseen habe ich eigentlich kein Interesse momentan. Aber danke für das Angebot. Ist vermerkt. So, Amerika. Laxalteken und Aztekenreich. 57, 115. Dann fangen wir doch mit denen an. 3 pro Monat. Das heißt, ihr seid fertig im November 49, April 68. Das heißt, wir warten noch etwa 1,5 Jahre, insofern sich nichts ändert. Da haben wir schon die ersten Änderungen, wir haben einen neuen Herrscher. 28 ist der junge Mann, die Werte sind akzeptabel, er ist fanatisch, ja, damit kann ich gut leben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir stellen jetzt gerade unsere letzte Kernprovinz. Baue dann auch mal eine weitere Manufaktur. Das behalte ich jetzt einfach bei. Halte ich aufrecht. Und wir könnten uns jetzt die die Mission hier vollenden. Die Proto-Industrialisierung für 25 Jahre kriegen wir. Produktionseffizienz plus 10% und wir kriegen über 2.500 Dukaten. Mache ich gerne. Nehme ich mir sofort. Und wir haben die kaiserliche Eroberung. Nationalismus minus 5 und wir kriegen 30 Prestigepunkte. Habe ich eigentlich keinen Grund, das jetzt einzulösen. Wir merken uns das. Es wird interessant, wenn wir das nächste Mal einen wirklich großen Krieg führen. Zum Beispiel gegen, wenn wir dann tatsächlich mal gegen Ming kämpfen und denen ordentlich was abnehmen können. Aber ansonsten ist es aktuell weniger interessant. Wir müssten eigentlich mal die verlässlichen Verbündeten holen, damit wir hier mal weiterkommen. Ich meine, wir haben jetzt Russland oder haben wir eine Beziehung von über 150? Das heißt, das gleiche machen wir jetzt gleich noch, machen wir erstmal noch mit Jaunpur, dass wir da die Beziehung etwas verbessern. Dann ist da soweit erstmal alles gut. Wie viele Truppen hat Swahili eigentlich? Können wir die einfach so direkt angreifen oder brauchen wir da 2 Armeen für? Ach, 8000 Mann, okay. Das machen wir mit einer Armee. Kein Problem. Bauern ignorieren wir. Kein Interesse daran, irgendwas zu ändern. So. Sobald ich hier den nächsten Anspruch habe, können wir uns auch den wieder heimholen. Es dauert noch ein bisschen. Jetzt. So. Anspruch auf Johor. Die werden im nächsten Krieg auch noch komplett vernichtet werden.
Bei Sunda wird es wahrscheinlich noch nicht reichen für den nächsten Krieg, wenn dann gerade so könnte, so halbwegs reichen. Müssen aber mal gucken. Werde mir den nochmal heimholen. Denn bevor wir den Krieg erklären, müssen wir die zweite Annexion beginnen, sonst können wir dann, kommen wir dann nämlich nicht weiter. Wir müssen auch die Beziehung nochmal ein Stück verbessern. Jetzt wären wir schon bei Dezember 48. November 49, also ein Jahr noch etwa. Lassen wir es noch ein bisschen laufen. Korea fördert die Druckerpresse und wir haben eine Revolte in Keda. Und ich habe keine Flotte mehr in der Nähe. Was sagt eigentlich unser Flottenlimit? Aber wir könnten schon noch einiges an Schiffen bauen. Würde ich doch sagen, machen wir auch genau das einfach mal. Löschen mal kurz die Vorlagen. Ich hätte gerne 10 weitere große Schiffe. Beginnen wir damit. Hätte außerdem gerne eine weitere Transportflotte. Das bedeutet 26 Schiffe. Und ich glaube fast, die baue ich einfach mal. Bauen wir einfach mal hier. Kannst wieder heim in der Zwischenzeit. Ich schicke den nächsten Diplomaten nach Sunda, damit wir da wieder die Ansprüche herkriegen. Fällt mir was auf. Habe ich überhaupt Ansprüche auf Swahili, dass ich denen den Krieg erklären kann? Nein, sollten wir uns eventuell noch holen. Bevor wir da mit Krieg planen. Ach ja, ich bin mal wieder durchgeplant, ich merke schon. So. Tutu ist gewählt, Piraten zu jagen. Sehr schön. Hang ist bekehrt. Unsere Flotte ist auch gleich da. Nehmt euch mal die Truppe hier mit. Ach, wir dürfen sogar durchmarschieren. Okay. Interessant. Das wäre erledigt. Terakoya. Die Kinder der Samurai und Herrscherfamilien hatten stets spezielle öffentliche Bildungseinrichtungen, die oft in buddhistischen Tempeln eingerichtet wurden. Mit dem Aufstieg der Händlerklasse verlangte das Volk Bildungszugang für alle. Jemand schlug Terakoya vor, Bildungseinrichtungen für Bürgerliche mit dem Schwerpunkt, allen Einwohnern in Japan Lesen und Schreiben beizubringen, mitunter auch den Umgang mit dem Abakus, Geschichte und Geografie. Der Vorschlag findet eindeutig breite Unterstützung im Volk und wir sollten als Herrscher den Weg dafür bereiten. Geringere Tech-Kosten und mehr Berater? Ja, gerne. Klingt durchaus positiv, spricht nicht allzu viel dagegen, würde ich behaupten. Das wird eine Weile dauern, so wie es aussieht. Wisst ihr was? Dann setzen wir den Armeeunterhalt doch gerade einfach mal runter und investieren weitere Ressourcen. Weil aktuell ist die Schatzkammer tatsächlich sehr, sehr positiv. Ich will einfach mal ein paar weitere Gebäude errichten. Und natürlich auch weitere Manufakturen. So. Denn, wie schon gesagt, Manufakturen werden auf jeden Fall unsere, nicht unsere Technologie, doch unsere Institution pushen, unsere nächste. Und ich glaube auch, je mehr Manufakturen wir haben, desto höher ist auch die Chance, dass wir die bekommen. Die Institutionen. Sind ja nur noch knappe anderthalb Jahre. Apropos. Wir sollten mit der Annexion der Azteken beginnen. Wir sind nämlich schon zu spät dran. Egal, das wird schon klappen. Irgendwie. Diplomatische Beleidigung. Ach, wir entspannen uns. Und die Osmanen haben uns rivalisiert. Okay, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Mit denen hätte ich ja gerne noch zusammengearbeitet, eigentlich auf lange Sicht. Aber okay. Finden schon einen Weg, damit klarzukommen.
warten wir noch einen Moment auf die nächste Military Tech. Oder? Ach, hopp. Kostet uns jetzt ein bisschen Korruption, damit kommen wir klar. Bampanoag, die nächste Kolonie ist fertig und wir haben eine neue Kolonialnation in Ostamerika. Japanisch Ostamerika. Da fehlt der Bindestrich. So. Sehr schön, wir haben einen neuen Kolonisten frei. Wir haben hier sogar eine relativ wertvolle Provinz übrig. Nova Scotia. Also ich finde es tatsächlich schön, dass wir so viele verschiedene Nationen haben, die in den Kolonien aktiv sind. Und klar, wir haben die üblichen Verdächtigen mit Spanien, Portugal, England und Frankreich. Aber wir haben auch die Holländer haben ein bisschen was. Die Niederlande zusätzlich dazu nochmal. Wir als Japan. Schottland ist aktiv. Norwegen hat hier ein paar Provinzen. Also klar, die Big Player sind die üblichen Verdächtigen plus halt uns. Aber mir gefällt's. Ich mag das immer, wenn wir so eine schön bunte Karte haben. Gibt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ausländisches Talent. Unsere Armeeausbilder stehen vor Ehrfurcht vor den Aisinivokschen Armeen und den Methoden, die sie so erfolgreich eingesetzt haben. Sie sind nicht die einzigen, die bemerkt haben, dass die Aisin-Offiziere in vielen Ländern gefragt sind. Natürlich nimmt die Krone von Aisin nicht wohlwollend entgegen, wenn Offiziere eine Beschäftigung im Ausland anstreben und würden es wahrscheinlich ablehnen, wenn wir irgendwelche ihrer Untergebenen anlocken würden. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Person geben würde, die sich für solch eine Karrierechance interessieren würde. Vorausgesetzt, es lohnt sich für sie. Kostet uns zwar Geld und verschuldet uns, aber Armeeprofessionalität ist immer gut. Sollten die auch generell mal weiter pushen, glaube ich. Also jetzt gleichen wir natürlich erstmal wieder Geld aus und sobald wir die aktuellen Probleme gelöst haben und dann die Druckerpresse drin haben, dann können wir unsere Ressourcen darauf fokussieren, unsere Sachen auszubauen. Unsere Truppen auch mal aktiv zu halten und trainieren zu lassen. Aber aktuell haben wir doch erstmal andere Prioritäten. Wir haben unsere Hauptkriegsflotte. Und wir haben unsere Transportflotte hier. Eigentlich hätten wir ein paar kleine Schiffe abziehen können von der anderen Flotte. Und die werde ich dann, glaube ich, einfach der großen Flotte zuschieben irgendwie. Was ich aber machen möchte, ist tatsächlich weitere Handelsflotten zu bauen gerade. Wir haben auch gerade so ein dickes Plus, dass wir uns das ohne größere Bedenken leisten können. Nee, ich dachte gerade kurz, ich hätte Großschiffe gebaut und wollte mich aufregen, aber alles gut. Alles wie geplant. Bringen wir unsere Schiffe mal ans Limit. So. Nationale Souveränität. Wir können eine weitere Ideengruppe wählen. Ich denke, ich werde gleich auf Diplomatie gehen, muss ich aber noch schauen. Erstmal haben wir eine große Revolte in Surabaya. Können schon mal losmarschieren. Euch kann ich mit darüber schicken. Und dann schicke ich die Flotte auch gleich wieder runter Richtung Swahili, weil wir da ja gleich Krieg führen wollen. Und die Transportflotte bleibt vor Ort. So. Integration der Tlaxalteken. Sehr schön. Und das dürfte auch noch vorangehen, oder? Ja, langsam, aber wir werden jetzt auch die Azteken integrieren. Und dann haben wir alle Vasallen weg. Und können uns darauf fokussieren, weitere Verbündete zu finden, eventuell. Was immer noch durchaus interessant sein kann. Oder auf der anderen Seite auch Tribut starten. Dann hätten nämlich tatsächlich einige Interesse. Und die interessieren uns hier gerade weniger. Swahili wollen wir jetzt erobern und dann wollen wir vasallisieren. Und die Provinzen von Malindi fallen unter Swahili. Und Mahayali, oder wie sie ausgesprochen werden, sind ja durchaus ein interessantes Ziel für uns. Wir könnten Ceylon wieder zum Tributstaat machen. Wir könnten Pueblo zum Tributstaat machen. Theoretisch. Lass die Truppen sogar mal hier, dann können wir hier vielleicht gleich ein bisschen weitermachen. Wisst ihr was, wir machen das erstmal.
Kostet uns ja nicht wirklich viel. Schadet nicht, die zu Tributstaaten zu machen, finde ich. Wo wir gar nichts mit ihnen machen, so nach dem Motto. So. Was sagen eigentlich die Waffenruhen? 57, bis wir wieder gegen Johore kämpfen können und 61, bis wir wieder gegen Sunda kämpfen können. Gut, Johore ist natürlich wird natürlich das erste Ziel sein. Ja, wir werden uns beide vorknöpfen. Wenn es dann soweit ist. Und wir kriegen neue Kolonien. Sehr schön. Schicken wir hier noch jemanden hin. Die kolonisieren tatsächlich von sich aus eine weitere Provinz. Aber gut, in Ostamerika gibt es dann erstmal nichts mehr, wo wir rankommen. Das heißt, wir sollten definitiv wieder hier nach Westamerika, denn die Spanier kommen mit dazu. Und konkurrieren hier mit uns. Nach Kalifornien. Das ist nicht gut. Kolonisieren das Ding hier. Ich würde eigentlich doch ganz gerne die Kleinststaaten hier erobern. Oder wir machen sie halt zum Tributstaat. Ach, ob wir machen sie. Wir belassen es einfach erstmal beim Tributstaat. Nehmen wir die alle. Zeitzeit können wir sie später immer noch erobern. Und wir kriegen einen Thronfolger. Und da sind die Manufakturen. Während eine Reihe technischer Innovationen im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts die Produktionsmenge einiger Erzeugnisse wie Eisen oder Textilien ansteigen ließ, so wurde der größte Fortschritt in der Produktion in Form neuer Organisationsarten gemacht. Durch die Schaffung von Manufakturen können Handelskapitalisten sowohl die uralten Gildengesetze umgehen, die eine Massenproduktion prinzipiell verhindern, als auch Möglichkeiten erkunden, um die Produktion durch die Organisation und Spezialisierung von Arbeitskräften an einem Ort zu steigern. Die Vorläufer der späteren Industrialisierung sind in der Lage, die Produktionsmenge zu steigern, indem sie den Zugang zu Rohstoffen und die Massenorganisation erleichtern, statt durch teure neue Maschinen. Dies ist an sich eine riesige Veränderung zu den häufig schwer regulierten Methoden von früher und zusammen mit den späteren technischen Fortschritten wird diese Produktionsart die Gesellschaft revolutionieren. Schauen wir doch mal, wo kommt das Ganze denn her? Lüttich. Mitten in Europa also. Das Schöne ist, da, wo wir Manufakturen haben. Und hier steht jetzt nur Schiffsausstattung, Manufaktur, aber ich glaube, das gilt für alle Manufakturen. Da wird es sich automatisch verbreiten. Bei angrenzenden Provinzen natürlich auch. Und okay, gucken wir mal. Nehmen wir mal das hier als Beispiel. 1,36 monatlich. Ja, das ist effektiv. Ja, das wird schnell gehen. Wir sparen uns das Geld an und werden relativ schnell die Manufakturen haben. Und deswegen werden wir jetzt auch technologisch erstmal nicht mehr zurückfallen. Die Aufklärung, die dann zum Schluss kommt, war wiederum Verbreitung durch Universitäten, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Kann allerdings nur in Europa spawnen, leider. Schade, aber wird schon passen. Manes streben einen Wissensaustausch an mit Spanien. Ja, meinetwegen. Und wir haben hier in der Zwischenzeit eine neue Handelsflotte, die ich gerne mal losschicken würde. Ja, wir schicken die mal mit in die Molukken. Und wir haben die Azteken integriert. So, jetzt sind wir mit unseren Vasallen los. Karte ist endlich wieder halbwegs ordentlich und wir haben weitere Tributstaaten, die wir etablieren könnten. Wie zum Beispiel Pima, nehmen wir die einfach mit. Madurai. Madurai ist hier. Wäre interessant, wäre aber auch interessant zu erobern. Oder eben zu vasalisieren. Habt ihr noch Kernprovinzen? Ja, habt ihr. Gut, Madurai wird unser neuer Vasall. Was zur Hölle ist das für ein Grafikglitch? Irgendwas funktioniert gerade nicht so ganz. Egal, ignorieren wir das. Und ich würde auch sagen, ich werde gleich einen Cut setzen. Ich schicke den jetzt noch einen Diplomaten hin, um die Beziehung zu verbessern. Die Staatsehe lassen wir mal weg, die ist nicht weiter wichtig. Was ich allerdings sagen würde, wir sind bei fast 30 Minuten. Ich setze jetzt einen Cut. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.